Tja Leute, heute gibt es wieder einen kleinen Ausflug im Garten, aber zuerst muss ich Rasen mähen und ja, da hinten hängt der Bambus extrem über, den muss ich erst wegschnibbeln, dann mähe ich Rasen und dann geht es endlich mit dem Eck da drüben weiter, wo die ganzen Töpfe stehen. Ja, und dann wird man da hinten noch das ganze Zeug umackern. Das ist so mein heutiger Plan und ja, ich lege mal los. Ja, wenn der Rasen gemäht ist, lässt sich auch der Sackkarren besser schieben. Wenn man jahrelang den Mist bloß in der Ecke reinschmeißt, dann sammelt sich so viel an. Das ist alles Müll. Ja, und das Zeug ist noch gut, das hebe ich auf. Das Eck da hinten mache ich irgendwann einmal ein anderes Mal weiter. Da habe ich heute keine Lust mehr. Ja, weil wir gehen jetzt dahinter, ich lege Kabeltrommeln und dann... Genau. Dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich den Mist da ein bisschen kleiner hacke mit dem Zeug und dann da schön sauber verteilen. Und am Schluss probiere ich noch mit der Hacke gleich um den Baumstumpf ein bisschen außen rum zu graben, aufzuhackeln. Mal schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert mal gar nichts. Wieder neu da hängt Zeug drin mittlerweile. Und das probiere ich jetzt trotzdem noch, obwohl da ja an dem Ding erst einmal das ganze Wurzelzeug weggemacht werden muss. Aber probieren können wir es noch schnell. Da muss man den halt öfter sauber machen.
keine so gute Idee. Also vor dem Baumstumpf werden wir wahrscheinlich wirklich jemanden kommen lassen mit einer Wurzelstockfräse. Gut. Da hinten werde ich mit der Zeit noch ein bisschen einebnen, einflachen. Ja, dass wir da endlich eine schöne Fläche haben und da hinten eben, ja, ist jetzt endlich diese tiefe Mulde weg. Gut, jetzt stört bloß noch der Baumstumpf. Naja, gut. Aber jetzt gucken wir noch mal kurz ins Gewächshaus und dann können wir das Video beenden. Ja, Freunde, hier wird die nächste Zucchini erntereif oder ist eigentlich schon erntereif. Da hinten treibt sich noch eine grüne rum. Den Salat könnte man auch so langsam reinholen. Tomaten, also die vorderen sind gelbe, das weiß ich jetzt auch. Und ja, ich glaube, die könnten wir auch so langsam ernten. Da gibt es auch schon die ersten rötlichen. Auf der Seite, die ist, ja, die, wo ich letztes Mal noch hängen habe lassen, die ist mal richtig schön rot schon. Da röten sie auch. Schöner Tomatenduft herin. Und wer sagt, Tomatenpflanzen verscheuchen Mücken? Muss ich sagen, nö, ich werde hier trotzdem zerstochen. Ja, da haben wir noch eine schöne Gurke. Das war eine von diesen Mini-Mini-Pflanzen, wo ich gehabt habe. Und die Gurke habe ich euch ja auch letztens gezeigt. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen dicker werden. Und dann machen wir da einen schönen Gurkensalat drauf. Und das sind ja so Mini-Naschgurken oder wie sich die nennen. Nun denn, dann hätten wir den kleinen Ausflug im Garten fertig. Ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen gefallen und ihr könnt mir ein Däumchen nach oben geben. Tja, so nach und nach immer wieder mal was im Garten machen. Ja, das Eck da hinten muss ich noch fertig machen. Naja, alles zu seiner Zeit. Okay, das war's mit dem Mini-Garten-Video. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.